Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Gameplay. Ich zeige euch Chance auf Loki und ja, ich bin hier im Hauptmenü oder im Spiel, mitten im Spiel würde ich sagen. Also grafisch ist das echt sehr, sehr schön gemacht, muss ich einfach sagen. Tolle Musik, ja, was zum Runterkommen. Aber ich würde sagen, es gibt ein schönes Intro. Nach meinem Intro kommt das Gameplay-Intro und dann geht's los. Viel Spaß! Sometimes I can feel that I'm small, insignificant, and also powerless. But isn't it true that I feel those feelings just the same as those who feel big, important, and powerful? My gracious belief has always been that life is a time for growth and evolution. And now I'm slowly gaining insight into the mysteries of my world. Am I just a small cog in the big wheel of time? Or am I a giant, able to move heaven and earth to create a reality that was once just a dream? Is it possible for me to take charge of my own destiny and find a way for elements to collide in harmony? I strive to make a difference. I have no choice, really. So, if this is what it takes, then this is what I'm willing to do. Every beginning is small, and rebuilding my once forgotten world is where I must begin. So, das ist natürlich relativ einfach jetzt. Zwei Teile sollten wir schnell hinkriegen, oder? Flieg! Du bist frei. Oh, wird größer. Und setzt sich da ab. Okay. Also wir bauen hier unsere Welten. Oh, jetzt haben wir schon vier Stück. Jetzt müssen wir mal schauen. Ist hier irgendwas zusammen? Wir nehmen uns mal die Endstücke. Schauen wir mal, ob wir was hinkriegen. Gut, dass es aufgebaut wird. Ah, okay. Ah, sieht echt toll aus, auch mit den ganzen Reflexion auf dem Wasser. Grafisch echt toll gemacht. Oh, jetzt wird es auch hell. Ist wirklich was auch von den Klängen her, von der Musik her. Schön was, ja, einfach zum Knobeln, zum Runterkommen. Okay, was kommt jetzt hier? Drei Teile. Vier. Okay, schauen wir mal. Das könnte hier so reinpassen, oder? So, jetzt haben wir hier so einen Bogen. Ach, guck mal, wie süß. Kleine Außerirdische laufen da rum. So. Okay, da kommt noch was auf uns zu. Aha. So, man kann die auch von Weitem einfach greifen.
automatisch. Kommt er dann zu uns geflogen? So. Das müssen wir mal genauer überlegen. Wie sieht's denn hier aus? Oh. Mach keinen Scheiß. Wir haben hier so eine Brücke. Haben wir die irgendwo auch drauf? Also ich bin nicht gut im Puzzeln. Ja, das mal direkt vorab. Vier Teile, das ist schon nicht so einfach, ne? Wir müssen eigentlich ungefähr sehen, wo das hinpassen könnte, oder? Oder kommt das auch noch hier irgendwo dran direkt? Das könnte natürlich auch noch sein, ne? Es handelt sich nur noch um Stunden. Also bleibt auf jeden Fall dran. Wenn man total verzweifelt ist, kann man auch Tooltips anzeigen lassen. Das mache ich jetzt einfach mal, dass ihr auch seht, wie das dann aussieht. So, hier werden mir jetzt zwei Sachen angezeigt. Hier und hier. Ah, guck mal. So. Und dann kommt man eventuell schon ein Stück weiter wieder. Wenn man irgendwas sieht, was sogar reinpassen könnte. Hier kommt ja auch noch was dran, ne? Die Frage ist, wie groß wird das Ganze noch? Irgendwie muss man die Teile doch auch erstmal zusammenfügen, oder? Ja, guck mal. So wird doch. So wird doch eine Stadt draus. Das hier irgendwo. Könnte das hier irgendwo reinpassen? So ein Loch hier in der Unterseite. Wie sieht es hier aus? Auch nicht. Mit dem Grün könnte es irgendwie hier zusammenhängen, oder? Wir haben alles grün. Das passt alles nicht. Vielleicht. Ah. Ja, langsam sind sie wieder alle froh. Boah, da muss ich irgendwie jetzt raten, wo passt der hin? Stopp, ich lasse mir jetzt nochmal einen Tooltip anzeigen. Ich weiß auch, welche Höhe konnte der jetzt kommen. Ich lasse mir nochmal einen Tooltip anzeigen. Hätte ich vielleicht selber drauf kommen können, bin ich aber nicht. Mann, bin ich schlecht. Okay, jetzt geht die ganze Stadtbauerei noch weiter. Jetzt schauen wir mal.
haben wir denn hier? Guck mal, hier haben wir auf jeden Fall schon mal die Brücke. Was habe ich jetzt gesehen, weil beide ein Loch hatten? Im Berg. Oh. Dürft mir nicht abhanden kommen. So, das könnte vom Plateau her hier irgendwo hinpassen, ne? Hier so. Ja, guck mal. Ah, langsam belebt die Stadt viel mehr belebt. Belebt, ja? Ist jetzt auch so ein Eckstück hier. So. Das kommt aber wahrscheinlich auch noch hier hin. Ne? Guck mal, da haben wir auch kein Loch mehr. Hier auch nicht. Ich würde sagen, das wird auf jeden Fall hier irgendwie was damit zusammenhängen, oder? Ich stelle mir gerade vor, wenn man einfach alle Teile zack, zack, zack hier hinbekommt und muss das dann zusammenbauen. Das würd ich überhaupt nicht schaffen. Aber wie gesagt, Puzzeln ist jetzt nicht so mein Steckenpferd. Wo ist denn das hier mit der... Grün. Hier haben wir ein grünes Plateau. Hier haben wir noch so einen Tunnel. Die haben wir hier nicht, die Tunnel. Aber von der Farbe her könnte das hier echt hinpassen, ne? Ich muss jetzt mal überlegen, ob es hinpassen könnte. Also, ich lasse es mir überlegen. Also ich merke gerade, wie schlecht ich echt in so Games bin. Im Puzzeln. 2D-Puzzeln ist schon schwierig. Doch nicht. Wir müssen uns das von der Bauweise mal anschauen. Jetzt mal ungefähr so ein Muster noch, aber... Ich würde ja sagen, dass das hier irgendwo hinpasst. Aber wo? Zumindest. So, drei Teile haben wir da. Hier haben wir eine Treppe.
müsste sich irgendwie zusammenfügen lassen. Hier. Irgendwas ist hier mit diesen Steinen, oder? Diesem Steinweg, den kleinen. Ja, guck mal. Schon leben die Leute fast wieder. Also gefällt mir auf jeden Fall sehr gut, auch wenn es jetzt nicht wirklich mein Genre ist. Aber ich stelle dir auch gerne Spiele vor, die jetzt nicht unbedingt sich in meinem Genre befinden. Ja, mal wieder. Achso. Das könnte doch passen. Ja, guck mal. Also Games, jetzt nicht unbedingt immer mit Ballern oder so zu tun hat. Mache ich natürlich auch gerne so Action-Games. Aber sowas kann auch ab und zu mal gerne sein. Ich lasse mich nochmal kurz überlegen. Sehen wir hier irgendwo noch was? Der könnte doch hier hinpassen, oder? Sehr gut. Die versunkene Stadt. Und dann auch die Oberteile, was da passen könnte. Das hier so hin. Komm. Ja. Also dieses Step-by-Step-Zusammenbauen gefällt mir, muss ich sagen. Hab's jetzt gesehen, weil das alles irgendwie zusammenpasste. So, das müsste hier hin. Das ist der Abschluss von unserer Welt. Ja, cool. Hat hier immer noch Bruchstücke? Ist der noch erweiterbar? Eigentlich nicht, oder? Wie fügen wir noch zusammen? Weitergeht. So, Turm müssen wir noch reparieren, ne? So. Noch zusammen. Ich finde es cool, wie alles direkt ein bisschen belebter wird. Ach, guck mal hier. Das kommt hier auch drauf. Jetzt müssen wir mal schauen. Müsste so passen. Das war's mit der Welt, ne? Also vom Storytelling her so, ja, es ist keine richtige Story, aber schon gut aufgemacht, finde ich. Es ist nicht einfach ein stupides Puzzeln, sondern man hat dann Städte, die man zusammensteckt.
wird dann schön präsentiert auch alles. Ja, ich würde sagen, wir verbleiben jetzt erstmal hier bei Level 1, was wir jetzt geschafft haben. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Also ich muss sagen, cooles Game zum Runterkommen. Audiovisuell wird hier was geboten, also von Look her, von der Aufmachung her, wie das Ganze dann ja, präsentiert wird, wenn man was zusammengebaut hat. Man kreiert hier die ganzen Städte, die dann auch wirklich belebt sind. Und ja, ist cool. Ich fand es jetzt auch nicht so einfach für mich als Puzzle-Nerd, sage ich einfach mal. Puzzle-Laie, muss man sagen, war es schon herausfordernd, sage ich einfach mal. Natürlich für Leute, die sowas öfters machen, ist es natürlich nicht schwierig, aber ich weiß nicht, was hier noch kommt. Da wird mit Sicherheit noch schwieriger. Ja, Leute, was sagt ihr zu dem Game? Würde ich mich echt freuen, wenn ihr da mal unter die Kommentare was schreibt. Ist das was für euch? Ist das nichts für euch? Oder habt ihr es sogar schon gespielt? Wenn ja, wie viel Spieldauer steckt hier drin? Gerne mal auch in die Kommentare reinpacken damit. Und ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und ja, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, jetzt auf Abo-Button drücken und Like nicht vergessen. Würde ich mich echt freuen, wenn ihr mich dahingehend unterstützt. Und ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.